ein Dirt Park? Ein Dirt Park ist eine Strecke zum Üben und zum Spaß haben. Und mit was für einem Fahrrad fahre ich hier? Mit dem normalen Hollandrad ja wahrscheinlich nicht. Hollandrad ist schon ungeeignet. Es sind entweder mit dem Dirtbike oder mit irgendeiner Form von Mountainbike. Wobei es nicht zu sehr auf Strecke ausgerichtet sein sollte und nicht zu sehr auf Downhill. Für den Laien mal erklärt, was ist ein Dirtbike? Also was sind so die Unterschiede zum normalen Rad, wie wir es kennen? Ja, ich habe hier zufällig eins dabei. man sieht gleich, es ist sehr klein. Der Rahmen ist sehr tief, damit man sich eben sehr tief drauf bewegen kann. Es ist auch relativ kurz, sodass es sehr wendig ist. Es hat kaum Stollen, nur ein bisschen, damit es eben leichter rollt. Die Reifen werden auch etwas stärker aufgepumpt als beim normalen Mountainbike. Eine Schaltung braucht man dabei nicht, weil die würde sowieso über kurz oder lang bei den Sprüngen wahrscheinlich versagen. Und wer ist hier aktiv? Also für wen ist diese Strecke gemacht? Fahren hier Junge, Alte? Wie sieht das Publikum aus hier oben? Also ich habe hier schon Dreijährige drauf gesehen, mit dem Laufrad hier bei der Eröffnungsfeier hier oben. Und wir haben auch Leute, die über 60 sind, die hier fahren. Oh mein Gott. Wow. Wow. Wie lange gibt es die Anlage schon und ja, warum, für wen habt ihr sie aufgemacht? Also am 16. Juni haben wir Eröffnungsfeier gehabt. Und ja, sie wird seitdem sehr gut genutzt. Wir haben ungefähr 3 Jahre geplant dafür. Wollten eigentlich letztes Jahr schon eröffnen, aber da war die Witterung zu feucht, sodass hier die LKWs stecken geblieben sind. Und dann musste das Ganze verschoben werden. Tilo, wie viele Stunden verbringst du hier eigentlich jeden Tag oder pro Woche auf dem Park? Also es gibt ihn jetzt noch nicht so lange, ich war noch nicht so oft da, aber so normal mal mindestens 4 bis 6 Stunden die Woche. Was ich mich so als Anfänger fragen würde, wenn ich dich so springen sehe, wie oft fällt man da hin? Also wenn man neue Tricks probiert, schon öfter, da gehört das Hinfallen dazu, auf jeden Fall. Aber wenn man Sachen macht, bei denen man sich sicher ist, passiert nichts. Und wann hast du angefangen mit dem Fahrradfahren und auch mit dem Fahrradfahren in der Art? Also ich würde sagen, richtig angefangen habe ich vor 4 bis 5 Jahren, aber ich habe schon, so als ich 7 war, habe ich schon ein bisschen gestartet zu fahren. Jawohl. Und drücken. Jawohl. So, der Selbstversuch auf dem Dirtpark ist beendet. Ich bin fix und fertig. Das ist, glaube ich, ein gutes Zeichen, weil ich bin fix und fertig von Adrenalin und Glückshormonen. Und da ich jetzt auch gerade gehört habe, dass mein Fahrrad auch am Ende ist, Stichwort der Ständer schwächelt, höre ich jetzt auf.